Der Elefant mit dem Tigerkopf. In der Urzeit war der Bezirk der Stadt Nakhon Pathom dichtester Urwald. Hier lebten wilde und furchterregende Tiere aller Art. Unter all diesen Tieren war ein Elefant der schrecklichste. Er sah ganz anders aus als Elefanten sonst. Sein Körper war der eines starken Elefantenbullen. Aber er trug den Kopf eines Tigers. Die Bauern nannten ihn daher den Elefantentiger. Bösartig war er und von unerhörter Kraft. Allein hauste er im Dschungel und kein anderer Elefant wagte sich in seine Nähe. Jeden Tag ging er Wassersaufen hinab zum Strom. Der Weg, den er benutzte, war so zerstampft, dass er einem ausgetrockneten Flussbett glich. Noch heute hieß dieser Pfad Elefantenkanal. Niemand wagte sich an den Elefanten heran, um ihn zu fangen, denn alle fürchteten seine Wut. Einmal aber gab es doch drei beherzte Männer, die ihr Glück versuchen wollten. Sie waren Jäger und wollten ihrem Fürsten den Elefanten übergeben, damit er daraus seinen Kriegselefanten machen könnte und fortan unbesiegbar sei, denn ein schwerer Kampf stand ihnen bevor. Der Prinz der Stadt Shaixi, Fürst Kong, hatte ihn herausgefordert. Die drei Jäger überquerten den Strom und zogen dem Elefanten entgegen. Unterwegs lagerten sie ein paar Mal und entwarfen einen Plan. Als sie ganz in der Nähe des Platzes waren, wo der Elefant zu wohnen pflegte, hoben sie mitten auf seinem Wege eine Grube aus, die links und rechts bis an den undurchdringlichen Dschungel reichte. Kaum waren sie fertig, da kam der Elefant auch schon heran. Aber er stürzte in die Grube und konnte von den drei Jägern gefesselt und gebändigt werden. So führten sie ihn dem Fürsten Pan zu. Als der Elefant fertig abgerichtet war, forderte er den Fürsten Pan, den Prinzen Kong, auf zu kämpfen, besiegte und tötete ihn. Noch heute ist es im Dörfchen Brauch, einmal im Jahr ein Tempelfest zu veranstalten, bei dem der tigerköpfige Elefant wieder aufersteht und die Menschen erschreckt.